Wirklich nett, dass Sie das Kleid Ihrer Verlobten abholen. Und Samstag ist der große Tag? Samstag ist der große Tag, ja. Da bin ich dann auch ein Sklave der Ehe. Um zu glauben, den Rest seines Lebens nur noch mit einer Frau verbringen zu müssen. Ganz schön frech für einen zukünftigen Ehemann. Bei dem Opfer um die Ladenbesitzerin Hannah Seidel. Sie wurde erstochen. Ich könnte mir vorstellen, dass es sich bei der Tatwaffe um eine Schere handelt. Was ist denn mit dem Todeszeitpunkt? Sie ist noch nicht lange tot, höchstens eine Stunde. Habt ihr schon eine mögliche Tatwaffe? Naja, Scheren gibt es ja zur Genüge, aber auf den ersten Blick habe ich noch keine Blutanhaftungen gefunden. Wir nehmen sie alle mit ins Labor. Alles klar. Wer hat sie gefunden? Mitarbeiter. Siegfried Berger. Er ist hier der Schneider. Und wo ist er jetzt? Ach, den hat der Notarzt mitgenommen und vorsorglich in die Klinik gebracht. Der arme Mann war völlig fertig, hat überventiliert. Das ist recht gefährlich. Okay. Sorgst du bitte dafür, dass er später ins K11 kommt und seine Aussage macht? Sieht alles nach einem Raubmord aus. Habt ihr schon was? Ja, hier an der Kasse sind etliche Fingerabdrücke. Sind alle schon gesichert. Habt ihr die Videoaufnahmen schon gecheckt? Da ist kein Band drin. Entweder es war nie ein Band drin oder der Täter hat es mitgenommen. Herr Berger für euch. Sie können Ihr Platz nehmen. Ja, danke, Max. Ach, Sie sind der Schneider, richtig. Nehmen Sie Platz, bitte. Rietz, mein Kollege, Herr Naseband. Erstmal unser Beileid. Und schön, dass Sie gekommen sind. Geht's Ihnen wieder besser? Danke, es geht schon. Sie haben Frau Seidel heute Morgen gefunden. Ja, ich. Wäre ich doch nur pünktlich da gewesen. Ich bin sonst immer pünktlich um 8:30 dort. Meistens vor ihr, schließe den Laden auf und schaue mir noch die Stücke für die Änderungen an, bis Frau Seidel kommt. Wollen Sie vielleicht auch was trinken, Kaffee oder ein Wasser? Sie lag da. Das Blut, es war wie im Film. Ich habe auch direkt den Notarzt gerufen, aber der konnte auch nichts mehr machen. Ist Ihnen irgendetwas aufgefallen, irgendwas Ungewöhnliches? Oder haben Sie jemanden gesehen? Nein, niemand. Ich war ja auch kurz nach 10 erst dort. Warum sind Sie heute eigentlich überhaupt zu spät gekommen? Ich stand im Stau, wegen der neuen Baustelle auf dem Autobahnring. Waren Sie alleine im Auto? Natürlich alleine. Hatte Frau Seidel vielleicht in der letzten Zeit mit irgendjemandem Ärger oder Streit? Davon habe ich nichts mitbekommen. Frau Seidel war so eine nette Frau. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie jemanden so gehasst hat. I can't believe I'm standing here. Been waiting for so many years. And today I found the queen. Wir brauchen den Bericht so schnell wie möglich, ja? Versiegelst du die Tür? Es tut mir leid, aber momentan können Sie hier nicht rein. Aber ich muss das Kleid zurückgeben. Es ist völlig zerknittert und wir heiraten am Samstag. Tut uns leid. Der Laden ist vorübergehend geschlossen. Gerhard, sagst du bitte auch mal was? Was ist hier überhaupt passiert? Dürfen wir erst mal erfahren, wer Sie sind? Ja, Entschuldigung. Gerhard Rebel und das ist meine zukünftige Frau, Marlene Neumann. Ich habe das Kleid gestern abgeholt, aber in dem Zustand ist es total unbrauchbar. Ich hoffe, Frau Seidel ist nicht in irgendwelchen schwierigen Umständen. Naja. Frau Seidel ist tot. Seidel ist tot? Sie haben sie gestern noch gesehen. Wann war das denn? So gegen 7:30, kurz vor Ladenschluss. Ist Ihnen irgendetwas aufgefallen? Nichts Außergewöhnliches. Sie war nett zuvorkommend, so wie immer. Haben Sie denn schon irgendeine Spur?
Über laufende Ermittlungen dürfen wir leider keine Auskunft geben. Aber Sie müssten sich bitte zu unserer Verfügung halten, falls Sie noch Fragen haben. Unter welcher Nummer kann ich Sie erreichen? Achso, ja. Ich gebe Ihnen einfach mal meine Karte da. Steht alles drauf. Danke. Ja, schönen Tag noch dann. Hey Kollegen, was gibt's Neues? Die Anwohnerbefragung läuft noch. Aber so wie es aussieht, hat mal wieder niemand was gesehen. Und euch? Ja, Alex holt gerade noch einen Bericht. Mal sehen. Was mit dem Zeugen, der sie gefunden hat? Nichts. Der kam zu spät zur Arbeit und hat deswegen nichts mitbekommen. Ah, Leute, wir haben einen Treffer bei den Fingerabdrücken. Ihr ratet nicht, von wem die sind. Von unserem alten Bekannten Harald Wander. Bekannt wegen Beschaffungskriminalität. Gute alte Harry. Ja, der knöpft uns den direkt mal vor, ne? Wo wollten wir? Mal hier, mal da. Aber meistens treibt er sich in der Fischerstraße rum, bei den Müllcontainern. Da gibt's am leichtesten Stoff. Dann mal los. Ja, viel Glück, Jungs. Harry, kennst du mich noch? Hey. Bleib doch mal stehen. Komm, hey. Harry, bleib stehen, Mann! Okay, okay. Okay, komm her. Was wollt ihr von mir? Lasst mich in Ruhe, ich hab nichts gemacht. Ganz ruhig. Was wollt ihr, bitte? Kerl, lass mich doch in Ruhe, verdammt! Harry, hey. Hör auf mit der Scheiße. Sag mal, was machst du eigentlich privat? Marathonlauf oder was? Wenn ihr keine Kondition habt. Also, dann wollen wir doch mal. Was willst du denn da wegschmeißen? Das sind meine Sachen, was wollt ihr von mir? Ganz ruhig, ja. Was haben wir denn hier? Bist du jetzt unter die Hobbyfilmer gegangen oder was? Wenn das mal nicht aus dem Brautladen in der Maxstraße stammt. Ich war das nicht. Schon gut, Harry. Ja. Ich war das wirklich nicht. Ja, ja. Bis die Tage. Man sieht sich. Wie? Ihr wollt mich jetzt hängen lassen, oder was? Mensch! Na gut. Du darfst uns auf die Dienststelle begleiten. Die war schon tot, ehrlich. Ein Brautmodengeschäft, Harry. Ausgerechnet, du spazierst zufälligerweise in so einen Laden rein. Störst dich nicht an der Leiche am Boden und räumst die Kasse aus. Wer soll das glauben, ne? Wenn es doch so war. Harry, ich sag dir jetzt mal, wie es war. Du warst mal wieder auf Entzug, hast die Frau gesehen, hast dir gedacht, ach, die könnte ich ja mal überfallen. Bist rein in den Laden, hast die Schere genommen, die Frau umgebracht und danach die Kasse leergeräumt. Mensch, Harry, das wolltest du doch gar nicht, oder? Aber auf einmal stehst du da vor einer Leiche. Siehst die Kamera. Denkst, Kacke erwischt, kriegst Panik, nimmst das Band raus, ha? Ja, verdammt, das stimmt schon. Ich hab Panik bekommen und deshalb auch das Band mitgenommen. Aber doch nicht wegen dem Mord, sondern weil ich die Kasse ausgeräumt habe. Als ich reingekommen bin in den Laden, da lag die Frau schon tot am Boden, das schwör ich. Unsere Kollegen sind gerade dabei, das Band zu sichten. Und es stimmt, was du sagst. Dann muss das ja auch auf dem Band sein, oder? Aber allein schon wegen der Sache mit der Kasse bleibst du hier. Frau Rietz, Sie wissen doch, ich könnte niemals jemandem irgendetwas antun. Harry, wenn ich mir deine Kriminalakte so angucke, bin ich mir da nicht so sicher. Du hast ja schon so einiges auf dem Zettel. Gerrit, ja, was gibt's? Okay. Alles klar. Okay. Ciao. Also, von der Tat und auch danach gibt es keine Aufzeichnung. Das ist echt ein Problem, mein Lieber. Auf dem Band wurde nichts gelöscht. Die Kamera war aber heute Morgen einfach nicht eingeschaltet. Die hat nichts aufgezeichnet. Mal sehen, was zuletzt aufgezeichnet wurde. Der Bräutigam von Hartmann. Das soll er uns mal erklären. Thank you.
Tag. Hallo. Ich hätte ja nicht gedacht, dass Sie noch Fragen haben. Tja, so schnell kann's gehen. Wir müssten noch mal mit Ihrem Verlobten sprechen. Ist er da? Ja, schon, aber ich wüsste nicht, wie er weiterhelfen könnte. Wir haben ihm doch bereits alles gesagt. Wir müssen trotzdem noch mal kurz mit ihm sprechen. Gerhard, kommst du mal bitte? Viel Arbeit im Garten, nicht wahr? Ja, den bringe ich gerade auf Vordermann, bevor die Gäste kommen. Das beruhigt mich. Sie sind's, hallo. Was gibt's denn noch? Können wir uns mal alleine unterhalten? Wieso? Ist schon okay, Schatz. Die Herrschaften machen ja nur ihre Arbeit. Kommen Sie rein.